auf, hier ist wieder knallbunt. Wissenswerte Neuigkeiten aus der wunderbaren Welt des kommerziellen und über den Äther verbreiteten Hörspiels. Ja, liebe Hörspielfreunde, kommenden Freitag erwartet euch nichts Geringeres als ein heißer Kandidat für das Hörspiel des Jahres. Ich nenne nur mal zwei Namen und ihr wisst schon, was Sache ist. Marco Göllner und Kai Meier. Letzterer liefert wie immer eine tolle Fantasy-Geschichte basierend auf einer alten Legende. Ersterer setzt das Ganze nicht nur einfach in ein Hörspiel um, nein, er macht daraus mal wieder ein Hörerlebnis der besonderen Art. Es geht übrigens um die Lorelei, die bei Zaubermond Audio erscheinen wird. Auf einer Klippe hoch über dem Rhein ruft ein Mädchen aus einem vergitterten Brunnenschacht. Noch ahnt Eilis, die beim Burgschmied in die Lehre geht, nichts von dem dunklen Geheimnis der Gefangenen. Doch dann geraten Menschen in den Bann des Teufels in Kindsgestalt und der magische Lockruf der Lorelei droht, das Land ins Verderben zu reißen. Nur Eilis kann die Gefahr noch abwenden. Ihr Weg führt sie in das rätselhafte Reich des Spielmannszaubers. Ja, Skript, Regie und Sounddesign liegen wohlbehütet in den Händen von Marco Göllner, der sich einiges hat einfallen lassen, um den Hörern Schauer über den Rücken laufen zu lassen. Er spielt mal wieder mit Hörgewohnheiten. So lässt er beispielsweise Atmosphäre und Geräuschkulissen nicht einfaden, sondern sie poppen links und rechts auf, türmen sich quasi stufenweise zu einer großen Szenerie auf. Das wirkt erstmal ungewöhnlich, ist aber meiner Meinung nach ein genialer Kniff, der den Hörer ruckartig in das Geschehen zieht und nicht mehr loslässt. Hervorheben und fünffach unterstreichen will ich natürlich neben den tollen Sprechern und der fantastischen Geschichte die musikalische Umsetzung, die einfach nur vorzüglich ist und wunderbar undefiniert vergangene Zeiten zum Leben erweckt und den Hörer völlig ins Reich der Fantasie Meyers abtauchen lässt. Fazit: großartig, das dürft ihr nicht verpassen. Ja, von Marco Göllner zu einem anderen großen Hörspielmacher, denn kein geringerer als Oliver Döring bringt ebenfalls kommenden Freitag die zweite Folge seiner Verhörspielung des Star Wars Throne Epos. Star Wars Throne Epos in den Handel mit dem Titel Das Imperium greift an. Der Angriff kommt unerwartet und mit tödlicher Präzision. Mit mehreren Sternenzerstörern attackiert Großadmiral Thrawn drei Systeme der Neuen Republik. Doch der Kampf hinterlässt weniger Schäden als vermutet. Was hat der Großadmiral vor? Als Han und Leia versuchen, hinter das Geheimnis zu kommen, ahnen sie nicht, dass sie längst zu Gejagten geworden sind. Ja, das Label Imaga, oder eher dem Wortart, schickt also erfreulich zügig Nachschub in Sachen Star Wars. Mich hat ja die erste Folge erwartungsfroh zurückgelassen, wie denn die Geschichte weitergehen wird. Vor allem das Tempo der filmisch anmutenden Szenenschnitte, gerade bei den Weltraumschlachtsequenzen, das war schon beeindruckend und hat Hörfreude gemacht. Ja, so darf das gerne weitergehen. Fans von Leia und Han Solo... Hans, nee... Ja, richtig. Ah, nee, nicht der Isländer. Hoho, unser Hans kann ja mehr sagen als nur ja und nee. Ja, kann er. Er heißt auch nicht Hans, sondern Hahn. Scheißegal, ob du Huhn bist oder Hahn. Ach, ich geb's auf. Erstmal durchschnaufen, dann geht's in Teil 2 weitere hörenswerte Neuerscheinungen. Also dranbleiben und bis gleich. Da sind wir wieder, Ohren auf. Die Hörspielschmiede Contendo Media meldet sich ebenfalls am Freitag zurück mit ihrer Krimireihe Mord in Serie. Die Skripte von Markus Topf und deren Umsetzung, also der Auftakt mit den ersten drei Folgen, hat mich, begeistert zurückgelassen. Umso mehr freue ich mich auf zweimaligen Nachschub, erstmal mit Folge 4 Feuervogel. So viele Fs? Eine Reihe von Brandanschlägen versetzt ganz Dresden in Angst und Schrecken. Als die neueste Tat des Feuerteufels erstmals Todesopfer fordert, wird die junge Brandermittlerin Livia Krämer mit dem Fall betraut. Gemeinsam mit dem Chef der Dresdner Feuerwehr geht sie den Hinweisen nach und folgt einer ersten Spur sogar in die eigenen Reihen. Doch der geheimnisvolle Brandstifter scheint ihr immer einen Schritt voraus zu sein. Ihre Ermittlungen führen Livia schließlich in die ostdeutsche Vergangenheit, direkt in die Geheimarchive der Stasi.
Stasi. Ein mörderisches Katz-und-Maus-Spiel beginnt. Ja Mensch, auch der Plot klingt wieder nach einer originellen Krimi-Geschichte. Das Spannende an dem Reihenkonzept ist für mich ja bislang vor allem der Abwechslungsreichtum und die etwas härtere Gangart, die in einigen Fällen geschickt Schockmomente gestreut hat. Und ein weiterer härterer Thriller erwartet uns, hoffentlich mit Folge 5, Todgeweiht, die Lazarus-Verschwörung. Mord in der Berliner Charité. Die Polizei ist ratlos. Wer könnte ein Interesse am Tod des angesehenen Internisten Dr. Kaiser haben? Die investigative Journalistin Nina Lorenz, eine Freundin des Opfers, deckt nach und nach die Zusammenhänge auf und erkennt schließlich, dass sie und ihre Tochter Kim in größter Gefahr schweben. Es gibt etwas, für das einige einflussreiche Geschäftsleute bereit sind, über Leichen zu gehen. Und ehe sich Mutter und Tochter versehen, müssen sie schon ums nackte Überleben kämpfen. Gejagt von einem Profikiller der Russenmafia. Na, dann sind wir doch gespannt. Ja, die bösen Russen. Tovaritsch, altes Haus. Komm, Brüderchen, lass dich umarmen. Ja. Schön, wenn man mit Klischees um sich schmeißen kann. Tja, den Übergang kriege ich jetzt nicht hin. Deshalb müssen die Pythons herhalten. And now for something completely different. A man with three buttocks. Nee, das nicht direkt. Ich wollte zumindest noch im Überblick alle anderen am Wochenende erscheinenden Hörspiele genannt wissen. Da hätten wir einmal Dämonenjäger Tony Ballard, der es in Folge 12, der Schatz der toten Seelen, in einem Fischerdorf mit Höllenkreaturen zu tun bekommt. Dann wäre da noch die Pollution Police. Die kleinen Pfadfinder schlagen sich in Folge 4, Carolina und die Drogengangster, mit selbigen rum. Also wahrscheinlich nicht physisch. Ist ja kein Tarzan bei. Komm nur her! Ah, auf, sie haut den Lukas! Ah. Ja. Oder, nee, ne. Dann gibt's wie jeden Monat Übernatürliches bei den Geisterschockern. Diesmal brennt's in Folge 33 gewaltig mit dem Titel Das Höllenfeuer. Und zu guter Letzt, wo wir schon bei der Romantruhe sind, gibt's eine neue Serie namens Sherlock Holmes, neue Fälle. Mit der ersten Folge Besuch eines Gehängten. Ich bin Nelly Town, mein Mann lebt nicht mehr. Ich weiß, das passt nicht, ich wollte's nur mal gesagt haben. So, jetzt nochmal Pause und dann gibt's im dritten Teil wie immer noch Hörenswertes aus dem Äther. Also dranbleiben und bis gleich. Da sind wir wieder, Ohren auf. Am Donnerstagabend gibt's um 21.03 Uhr im BR2 ein großartiges Kammerdrama zu hören, nämlich Atlantic Zero von Stefan Kalusa. Meissner, einer der reichsten Männer der Welt, ist entführt worden. Der Entführer nennt sich Ronaldo und fordert von Meissners Konzernvorstand die unvorstellbare Summe von 10 Milliarden Dollar. Meissner ist verwirrt. Ronaldo scheint nicht von der Konkurrenz engagiert zu sein, gibt sich sehr höflich, nennt Meissners Lieblingsspeisen und viele Details seines Privat- und Berufslebens, zum Beispiel die Existenz eines Black Budgets, aus dem die geforderten 10 Milliarden kurzfristig abzurufen wären. Ronaldos Motiv ist Meissner zunächst nicht klar. Offensichtlich soll das Geld nicht seiner persönlichen Bereicherung dienen. Dann erfährt er, dass zeitgleich an verschiedenen Orten der Welt die 30 finanzstärksten Kapitalisten entführt worden sind. Mit einem Schlag würden dem globalen Markt 300 Milliarden entzogen. Ja, und mit entziehen ist nicht gemeint, dass das Geld irgendwohin transferiert wird. Nee. Aber was das genau damit auf sich hat, das will ich nicht verraten. Das ist viel zu spannend. Ein wirklich großartiges Gaunerstück, das neben seinem originellen Plot vor allem von den zwei Hauptdarstellern profitiert. Namens Rainer Bock und Andreas Fröhlich. Yo, das ist doch mal ein Kaliber. Diese WDR-Produktion aus 2012 unter der Regie von Martin Heindl rockt. Das dürft ihr nicht verpassen. Das gilt auch, und fast bin ich gewillt zu sagen, noch mehr für den Sonntagabend. Da gibt's im NDR Info um 21.05 Uhr eines meiner Lieblingsradio-Hörspiele, Superhero, nach dem gleichnamigen Roman von Anthony McCarten. Hallo Donald, alles klar? Schnitt zu einem Krankenhaus. Ja, alles klar. Donald hat den richtigen Gebäudeteil exakt zum verabredeten Zeitpunkt erreicht. Ein gewisser Dr. Fred Sipetka führt ihn zum Aufzug. Gemeinsam fahren sie nach oben 8 Stockwerke hoch. Dann den Korridor nach rechts durch eine Schwingtür mit einem vergilbten Schild. Donald sieht nicht hoch, als er durch die Tür geht. Sein Blick ist auf seine Schuhe geheftet.
Er weiß sowieso, was auf dem Schild steht. Onkologie, Krebsstation. Donald Delf, 14 Jahre, magerer Junge, schräger Vogel, haarlos, augenbrauenlos, bleich, klapperdö, ein wandelndes Kondom. Das Allerschlimmste, Donald hat Krebs. Kann sein, dass er seinen 16. Geburtstag nicht erlebt. Aber eins weiß er sicher, er will nicht als männliche Jungfrau sterben. Doch bei den Mädels kann er irgendwie nicht landen. Da helfen ihm auch die Anmachtipps seines älteren Bruders nicht weiter. Die himmlische Shelley zum Beispiel, die er seit einem Sonntagsgottesdienst anschmachtet, lässt ihn richtig auflaufen. Eigentlich ist das Leben für ihn nicht zum Aushalten. Doch da gibt es Miracle Man, einen selbst erfundenen Superhelden. Als Donalds alter Ego kämpft er mit übermenschlichen Kräften gegen den Wahnsinn der Welt. Donald zeichnet seine Abenteuer in eine Kladde. Und da ist auch Adrian King, der Psychologe im Krankenhaus. Er will den Jungen mit seinem Schicksal versöhnen. Ein mitreißendes, anrührendes Drama erzählt in einer rotzigen, coolen Jugendsprache, heißt es offiziell. Und ich möchte noch hinzufügen, das Ding ist unglaublich gut. Ja, ja, ich und die Übertreibung, ich weiß. Aber wirklich, die eigentlich ja schwer verdauliche Thematik, Krebstod eines Jugendlichen, wird hier mit so einer ungemeinen Leichtigkeit und mit so viel Witz und dabei doch so einfühlsam erzählt, dass, ja, dass sich die NDR-Produktion aus dem Jahre 2009 zu einem meiner Lieblingshörspiele überhaupt gemausert hat. Unter der Regie von Alexander Schumacher spielt ein Spitzenensemble. Unter anderem hören wir Patrick Güldenberg, Matthias Brandt, Samuel Weiß, Björn Grundis, Marion Breckwold und viele mehr. Ja, auch wenn ich das wirklich oft sage, aber hier wirklich mit Nachdruck einschalten, das lohnt sich. Joa, Mensch, und das war's dann auch schon wieder fast für heute. Ein kurzer Hinweis noch in eigener Sache. Knallbunt ist, genau wie der Orcast, für den European Podcast Award nominiert. Das ist so ein Grund zu feiern. Also wenn ihr wollt, könnt ihr da gerne abstimmen. Den Link gibt's natürlich auf meinem Blog. Ja, wir hören uns wie gewohnt, man soll sich ja nicht auf Lorbeeren ausruhen, am kommenden Mittwoch wieder. Ja, und zum Schluss bleibt mir natürlich wie immer noch zu sagen, Augen zu, Ohren auf. Tschüss!